Du bist ein schrecklicher Mensch. So, und da sind wir wieder. Battlefield Online 3, das geht ja wie geschnitten Brot. Ja, wir befinden uns auf der Map Morgendämmerung. So viel wissen wir schon mal. Das ist das erste Mal, dass wir ankündigen können, was das für eine Karte ist. Was können wir viel sagen? Momentan nicht sehr viel. Also wir reisen nicht. Wir sind noch in der Lernphase. Wir sind durchaus in der Lernphase, ja. Dieses Trial and Error, permanent noch auf die Fresse kriegen, mit Schmerzen lernen. Ja, das ist das, was wir jetzt gerade momentan noch durchlaufen. Ja, ich mach auch nicht so wirklich Schaden, nicht zugeben. Ne? Naja. Oh, Kleinvieh macht ja auch Mist, ja. Apropos Kleinvieh. Meinst du, rennst du jetzt mal hinterher, während er mit seinem... Oh Gott. Während er mit seinem Quad davonheizt. Zu spät gesehen. Snipergewehr. Ja. Mit was wollen wir uns heute beschäftigen? Letztes Mal waren es die Pornostars Top 10, nee, Top 3, nee, Top 2. Gina Wild hat gewonnen. Schrägstrich, irgendwie fallen uns gar nicht so viele Namen ein, wie wir eigentlich gehofft hatten. Ja, heute wäre doch eigentlich mal ein schönes Thema. Also Top 10s mag ich ja generell sehr gerne. Ja. Von daher... denke ich, könnte man ja wieder sowas machen. Ist gut, es muss jetzt nicht unbedingt eine Top 10 sein, kann auch eine Top 5 oder Top 3 sein. Ja, okay, machen wir einen Top 5. Irgend sowas. Dann können wir wenigstens unsere Antwort noch diskutieren. Ich denke auch. Damit es nicht so ausufert. Okay. Vielleicht halt mit Spielen und Games, die du persönlich sehr magst, die dir in Erinnerung geblieben sind, welche du auch heute gerne mal aus dem Regal rauskramst. Oh, also Spieleklassiker im Prinzip. Ja, ich würde jetzt nicht sagen Klassiker, es können ja auch aktuelle Titel sein. Spielt bei der Top 5 die Wiederspielbarkeit eine Rolle? Ja, es geht einfach darum, woran... Granatwerfer. Wie hol ich den denn? Granate geht auch. Steuerkreuz noch ich links. Ich bin der Granatwerfer quasi. Steuerkreuz. Da ist er. Mensch, wenn die NATO dich ausrüsten könnte. da ist er. Scheiße. Also die Top 10 der Spiele, die den höchsten Wiederspielwert haben, unabhängig davon, wie alt sie sind. Unabhängig davon, wie alt sie sind, natürlich. Gut, dann reden wir aber nur über den Singleplayer, weil Multiplayer und Wiederspielen, das ist nicht besonders schwer, muss ich sagen. Weil da wäre Battlefield immer auf 1 und das wäre relativ uninteressant, muss ich sagen. Ja gut, Battlefield immer auf 1, es gibt ja jetzt nicht nur ausschließlich Battlefield 4, ja. Wenn du jetzt den Multiplayer Battlefield 2 gemacht hast, oder 1942, oder was es denn so alles gab. Ja, nee, dann wären die Spiele relativ gleich, muss ich sagen. Na gut, machen wir einfach mal. Also auf Platz, doch, ich mach schon Singleplayer. Doch, das ist mir wichtig, dass wir Singleplayer-Spiele machen. Also die im Singleplayer gepunktet haben und wieder spielbar sind. Ja, okay, dann machen wir's. Ja, da wäre auf Platz 5 bei mir, und das fasse ich dann gleich mal zusammen, die Monkey Island Trilogie. Oh, das kam mir auch so im Sinn, ja. Ja. Weshalb? Was macht's so besonders? Weshalb? Na, zum einen jetzt auch mal unabhängig von, gerade so der Darstellung von 1 und 2, die Witze und die Dialoge sind extrem intelligent geschrieben. Der Humor, der spricht mich auch nach wie vor noch an. Und der ist halt auch nicht so ein Haut-drauf-Humor gewesen. Ja? So alle South Park oder Born Together oder was es so alles gibt, dieses Extreme, wo es immer gleich so ins Extreme abdriftet. Na, wie heißt hier der TED-Produzent nochmal? Seth MacFarlane. Weißt du? Ist halt kein Seth MacFarlane-Humor. Ah, genau. So, und das finde ich heute, also jetzt nach dieser ganzen Zeit, sogar wieder richtig erfrischend. Da gab es ja jetzt vor 2-3 Jährchen gab es ja hier nochmal so ein HD-Remake von Monkey Island 1 und 2. Unter anderem auch für die Konsolen. Habe ich gespielt, fand ich richtig geil. Ja. Fand ich wie damals, ja. Die haben eine überarbeitete Grafik und so weiter und du konntest problemlos mit, indem du Select gedrückt hast, zwischen der alten Grafik von damals zu den neuen Zeichnungen von dem Remake umschalten. Und konntest da so gleich weiterspielen, ja? Ja, genau. On the fly. Dieser Wechsel war sehr gut. Das gibt's nicht. Da drehst dich um. Kaum hast du im Visier, bist du auch tot, gell? Ja, das ist so langsam. Ja, ich hatte damals, ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern, ob es jetzt der erste oder der zweite Teil war. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her.
wo du damals auf diese Insel drauf musstest. Kannst du dich daran erinnern? Also das müsstest du ja auch gespielt haben, wo das war dieser Titel, mit dem, wo dieses Zirkuszelt war, wo du da ewig lange durch den Wald stapfst und in den Zirkus rein musst, wo du hier ganz am Anfang in dieses Fischerdorf reinkommst. Reden wir noch von Monkey Island? Von Monkey Island noch. Ne? Das mit dem Zirkuszelt war Teil 1. Dann war das Teil 1, was ich da gespielt hatte. Das kann ich nochmal? Ja, klar. Das habe ich auch sehr lange gespielt. Ja. Bin dann aber an der Stelle hängen geblieben, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wo du zum Schluss, du wirst ja auf so eine Insel, du wirst ja da drauf katapultiert, von einer Schiffskanone oder von einer Kanone, irgendwie sowas war das ja. Ja. Du wirst da drauf katapultiert und dein Ziel ist es ja am Ende, den Schatz dort zu finden. Ja. Ja. Und dafür musstest du dich ja in so ein riesen Loch da abseilen, was zappenduster war. Das war Teil 2. Ja, dann war es doch Teil 2. Das war Teil 2. Genau. Ja, aber Turbosheld kommt in Teil 1 vor. Aber das war aber auch dann im zweiten Teil. Im zweiten Teil... Ah, na gut, Spoiler also, möchte ich ja nicht, wie das ausging. Aber der war auch intelligent, obwohl mir das Ende ein bisschen zu weit weg war. Da fand ich das Ende auch. Ja, warte mal, ich war ja noch gar nicht fertig. Entschuldigung. Also wie gesagt, das grobe Ziel, ich meine, das kann man sich ja auch denken, war dann diesen Schatz, den Schatz zu finden. Und mein Problem war dann, wo ich in diese Grube mich abgeseilt habe. Ja. Das war dunkel und ich habe es nicht hell gekriegt. Es ist einfach die ganze Zeit dunkel geblieben. Und ich habe keine Kombination. Ich meine, damals, wo ich das gespielt hatte, gab es jetzt natürlich noch nicht Google in der Form, ja, dass du einfach mal eingeben konntest, Komplettlösung Monkey Island. Ja. Von daher warst du da halt schon ein bisschen darauf angewiesen, das halt alles so experimentell irgendwie hinzubekommen, dass du die unsinnigsten Sachen miteinander kombinierst, um dann doch irgendwie im Level weiterzukommen. Und ich habe es dann nicht mehr geschafft, irgendwas mir zu bauen, zu basteln, dass ich da im Dunkeln was sehen kann, dass ich diesen scheiß Schatz sehen kann. Ich habe zwar gewusst, dass es dort ist und das war auch schon das große Finale, aber es ging einfach nicht weiter. Witzigerweise war es der Firmenrechner von meinem Vater damals und der hatte dann auch komplett neu aufgesetzt, dass meine komplette Spielzeit hinüber war und ich habe nie wirklich erfahren, wie Monkey Island 2 eigentlich ausgegangen ist. Oh, das ist traurig. Das ist traurig. Aber das schreit doch nach einem Retro-Let's Play. Das schreit danach. Ja, fürchterlich. Aber wenn, dann würde ich das dann schon bevorzugen. Ich meine, man erinnert sich ja gerne dran an Spiele, wie toll die ausgesehen haben. Man hat das ja alles ein bisschen verschönert in Erinnerung. Aber das können wir doch als HD-Remake spielen. Das meinte ich ja gerade. Also ich würde das jetzt nicht mehr unbedingt in dieser 8-Bit, 16-Bit, was war das? 8-Bit-Grafik. Das reicht nicht. 1-Bit. Keine Ahnung. Also so würde ich das jetzt nicht mehr unbedingt spielen wollen. Das würde mir jetzt nichts mehr geben. Granatwerfer. Das gibt's doch gar nicht von hinten. Ja. Von hinten. Ja. Dreckschwein. Ich mach gleich nochmal. Ja, bitte. Ja, nee, da würde ich mich persönlich auch gleich mit anschließen, also in der Top 5 Monkey Island hinten dran zu schieben. Welcher war dein Lieblingsteil? Also ich habe den ersten nie gespielt, ja, den zweiten quasi fast komplett, hm, und den dritten, das war ja schon dieser handgezeichnete, genau, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Den habe ich auch nur teilweise gespielt. Das lag, glaube ich, aber auch daran, ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, den hatte ich mir auch noch ausgeliehen gehabt und hatte da auch noch so eine Galgenfrist, solange ich den behalten darf. Und das war noch mal 1-2 Tage und in der Zeit habe ich das mal kurz angespielt. Ja, hat mir aber trotzdem sehr gut gefallen. Also die Grafik ist ja natürlich schön anzusehen, ist aber bei so einem Monkey Island Titel ja prinzipiell jetzt nicht ausschlaggebend. Ja, ist richtig. Das ist damals, was ich auch gerne gespielt hatte, war Baphomets Fluch, kennst du? Oh, sehr gut. Auch so ein Ding. Weiß ich aber nicht, ob es den Top 5 mitnehmen würde. Baphomets Fluch spiele ich derzeit wieder. Ich habe mir jetzt, und zwar gibt es von, wie heißt das, GOG Games? So mit so einem fertigen Emulator, wo du im Prinzip diese alten Spiele, die im Prinzip ja nicht mehr spielbar wären, weil zum Beispiel Wechsel. Das Betriebssystem, sehr gut, das Betriebssystem nicht mehr zulässt. Ja, ja. Kannst du da spielen und das habe ich mir besorgt. Teil Baphomets Fluch 1, also glaube ich die Trilogie habe ich. 1 habe ich auch gespielt, ja. Und das ist auch so ein Ding. Baphomets Fluch ist auch geil geschrieben und so weiter, finde ich extrem unterhaltsam. Ist natürlich ein anderer Humor als Monkey Island. Ja, ist halt nicht schon ganz, ein Stück weit ernster. Ist nicht ganz so abgefahren, aber ist trotzdem witzig. Muss ich sagen. Also ich hatte da auch ordentlich Spaß mit gehabt. Wie gesagt, ich spiele es derzeit, derzeit in Teil 2. Und das ist. Ach, ich finde die Dialoge geil. Das ist. Die sind so. Die sind wirklich so staubtrocken, die Dialoge. Kommt das denn jetzt her? Das war ja klar, gell? Der rennt ja um mich rum und messert mich dann. Da geht zum Beispiel, da kommt George Stobbart. So heißt ja der Held. George hieß er, ja, genau. Ne? Kommt er zu so einem Fischerjungen. Und die machen sich halt bekannt.
Weißt du? Und dann sag so Junge, ja, ich heiße Rio, das bedeutet großer Fluss. Und der so, ich heiße George. Wie George eben. Also, und, ja, ja. Und dazu dieser dazu muss man jetzt die Zeichnung kennen, diese Charakterzeichnung, der, so mit halb offenen Augen. Das ist so total desinteressiert dabei guckend. Ja, der fand ich genial. Ja, was ich persönlich bei Baphomets Fluch, also da habe ich auch nur den ersten Teil gespielt, ist auch schon wieder ganz viele Jahre her. Was ich da persönlich schön fand, ist, dass es auch gleichzeitig ist auf Seiten gestellt. Ja, ich merke schon. Ja. Dass du da persönlich auch ein bisschen was dazulernen kannst. Ja. Da ging es ja, so wie ich das jetzt in Erinnerung habe, hauptsächlich um die Zeit der Kreuzritter, der Kreuzzüge. Genau, in Teil 1. Teil 1 war das. Ja. Und da ist ja auch gleich ein bisschen was hängen geblieben. Ich meine, du lernst ja in einer Sache, die dir Spaß macht, bleibt ja wesentlich mehr an Informationen hängen, dauerhaft auch, als wenn es ja irgendwo in der Schule eingeblößt wird. Ah ja, klar. Und es interessiert dich halt gar nicht, weil du damit jetzt auch nicht wirklich was verbinden kannst. Ja. Also das fand ich schon nicht schlecht. Das war auch schön gezeichnet. Steht jetzt aber im Humor nicht auf selben Level, wie du es gesagt hast, mit Monkey Island. Deswegen, es würde jetzt auch nicht unbedingt in meine Top 5 kommen, aber... Oh, es musste mal erwähnt sein. Musste mal erwähnt sein. Jetzt habe ich den nicht gekriegt. Danke. Danke. Danke für gar nichts. Doch, da ist das aktuelle Einsatzziel. Nicht. Doch, da ist er. Ich war sein, der war schon. Wie hat er denn noch? 29. Jo. Ich weiß nicht, wie willst du es machen? Also wollen wir jetzt jeder seine Top 5? Das wird natürlich mit dem Teil nicht ein bisschen schwierig. Wir einigen uns. Jeder bekommt immer und bei der 1 müssen wir uns halt zum Schluss einig sein. Okay. Das wäre meine Top 4. Also ich muss sagen, was mir persönlich auch gut in Erinnerung geblieben ist, sind die God of War Teile. War ja damals mehr oder weniger auch der Erfinder von diesen Hack'n'Slay. Soweit ich mich erinnere, gab es das eigentlich vorher in der Form auch noch gar nicht, dass du dieses typische Button-Mashen da hattest, um dich durch die Level zu metzeln und einen Gegner nach den anderen abzuschlachten, riesen Bosse hattest und das halt auch alles in einer Optik, die halt wirklich ein Augenschmaus war. Ja. Ja, das unterscheide ich. Das ist, hat auch nie Qualitätsverlust gehabt, nee, mit den Teilen. Also gerade so die Trilogie, die ersten drei Teile, die waren, da nehme ich jetzt mal die PSP-Titel, die nehme ich jetzt mal außen vor. Ich meine jetzt wirklich Teil 1, Teil 2 und Teil 3, die waren richtig geil. Und speziell der dritte Teil, den fand ich absolut mindblowing. Also das ist gerade so die ersten 20 Minuten, wo du gegen Poseidon kämpfst, wo du das auch aus der Ego-Perspektive auch noch siehst. Ah, das war klar. Ja? Ah, nee, das war, also das fand ich wirklich genial. Und die Grafik bei der PS3, die war in Kombination mit dem God of War, es war genial. Na, ich hatte damals für die PlayStation 2, waren ja die ersten beiden Teile noch, das als Bundle gehabt. Und muss auch sagen, nachdem ich mit dem ersten Teil durch war, habe ich auch nahtlos gleich die CD von dem nächsten Titel eingelegt, von God of War 2. Und da auch gleich unmittelbar weitergespielt. Ja. Also das hat schon... Ich muss übrigens mal feststellen, sag mir bitte, wenn du Salbe eingestellt hast. Ich habe Salbe eingestellt. Sehr gut. Da trifft sich besser auf Höheentfernung. Findest du? Ja. Okay. Also sonst Teil leider stand er direkt vor mir. Ja, wir haben das Problem, wir machen ja beide immer Dauerfeuer. Ja. Ja, God of War. Also, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass God of War sich danach, nachdem diese, HD-Remakes kamen für... von den PSP-Versionen und dann, also auch dann relativ zeitnah noch dieses God of War Extension. Ja, das ist, da hat mir schon ein bisschen die Lust verlassen, muss ich sagen. War zu viel auf einmal? Das, dann, ja, es war zu viel. Wo ist Krieger? Was für ein Wichser. War's schon. War's der Letzte, ja. Ah. Ja, prinzipiell war es aber trotzdem eine angenehme Map. Ja, mal wenigstens gewonnen. Nicht, dass es an uns gelegen hätte. Weiß das Gott war nicht. Ja, glaube ich, auch bei God of War das erste Mal, dass du Titten in einem Videospiel gesehen hast. Und die bangen konntest. Per Quicktime-Event. Das war ja auch was God of War erfunden hat, beziehungsweise die Macher davon, diese Quicktime-Events. Gab es ja in der Form auch vorher noch nie. Oh, aufgestiegen, High Five. Oh ja. Also von daher wäre auf meiner
Also ich würde die komplette Reihe auf den ja, Platz stellen, ja. Weil da jetzt genau irgendwas auszumachen, wie gesagt, ich habe diese Vita-Titel oder PSP-Titel nie gespielt. Und gab es nach dem dritten Teil auch noch was? Ja, klar, ja das ist Extension. Extension. Das mit diesen riesen Schlangen und so. Ah, nee, siehst du, da bin ich schon gar nicht mehr dabei. Na, wie gesagt, also das, was wirklich Wiederspielwert hat aus der Reihe, ist für mich insbesondere halt die ersten drei Teile. Ja. Gut, so, jetzt geht es ja auch schon direkt über in die Top 3. So, und Podiumsplätze. Da wird es wirklich tricky, weil da darfst du ja auch keinen vergessen. Weißt du? Also, da ärgerst du dich nur im Nachgang. Ich muss da wirklich mal. Jetzt machst du es mir natürlich leicht, ja. Also auf meiner 3 wäre dann GTA. Das. GTA, ne? Oh. Wahrscheinlich dann. Nee, auch warte, jetzt machst du es mir schwer. Jetzt hast du mir 3 potenzielle Titel aufgeschrieben, die ich alle ziemlich geil finde. Meine Absicht war jetzt natürlich, dir das aufzuschreiben, dass die. Ja, damit ich auch nicht so lange auf mein Regal gucken muss. Das macht schon Sinn. Erstmal das und dass ja natürlich jetzt auch keine Titel vorweggenommen werden, welche dann natürlich einen höheren Platz kriegen könnten. Ja. Na gut. Das sieht ja hübsch aus. Super Texturen. Finde ich sehr gut. Hat was, ja. Bin ich auch so ein bisschen. Wir sind jetzt auf die PS1-Version von Battlefield 4 umgestiegen. Ja. Wer mal unseren Facebook-Beitrag gesehen hat, der sieht, dass es auch auf der PS1 läuft. Wir haben es mal versucht einzulegen, es lief relativ flüssig. Jetzt sind wir natürlich auch sofort wieder geschwenkt auf die Vierer, versteht sich. Das können wir euch ja nicht dauerhaft. On the play, wir haben auch Technik ohne Ende. Ja, also dann ist natürlich auf Platz 3 und da vollkommen zu Recht Portal für mich. Weil Portal ist sowas, das. Also da kann ich den Story-Modus öfters wieder spielen. Also in regelmäßigen Abständen, einmal pro Jahr, geht bei mir Portal auf jeden Fall. Ja, liegt ja wahrscheinlich primär auch daran, weil es ja schon kurze, knackige Levels sind, die dich ja auch nach und nach fordern. Ne? Genau. Also es bleibt ja nicht immer das gleiche Spielniveau, Spielprinzip natürlich immer dasselbe, aber du wirst ja immer mehr gefordert. Das ist ja am Ende nichts anderes wie ein riesengroßes Puzzlespiel, möchte ich mal meinen. Ja, ist richtig. Was halt immer zum Denken anregt, wie komme ich jetzt weiter? Wichtig finde ich dabei aber auch zu erwähnen, den Koop-Part. Also der hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Oh ja. Gab es im ersten Teil, glaube ich, nicht. Oh ja, habe ich übrigens so meine Lieblingserinnerung, was so auch Koop betrifft. Weil, das haben wir gespielt. Salve! Oh, Mensch, hast du zum Katzen aber übernommen vom letzten Spiel noch. Da kann ich nichts dafür. Ja, das war für mich auch so das ultimative Wochenende. Ja, die ultimative Nacht, oder? Haben wir das nicht an einer Nacht durchgespielt? Ja, aber da zählt ja der Gesamteindruck. Das Ganze auch drumherum. Ja. Was haben wir gemacht? Nein. Wir sind zu zweit. Sind wir in den Heidepark Soltau, haben dort in der Seeräuberkajüte geschlafen, haben uns eine PlayStation mitgenommen, auch noch den eigenen Monitor, weil wir nicht wussten, ob wir es dort an die Fernseher anschließen können. Und haben, nämlich mit. Nachdem wir tagsüber stundenlang nur Achterbahn gefahren sind, noch abends bis früh gezockt, und zwar Portal 2. Und Portal 2 hat auch dafür gesorgt, dass es halt, dass das Erlebnis auch nochmal umso besser wurde. Weil das halt. Ich sag mal, das war am Ende. War geil. Koop-Erlebnis, ja, das kannte ich bis dato eigentlich überhaupt nicht. So in der Form. Dass du wirklich so richtig zusammenarbeiten musst, um auch weiterzukommen. Das hier bei dem Haus war da, glaube ich, hier irgendwo jemand. Muss hier jemand rumtigern. Ich suche. Ich sehe nicht. Okay. Also du warst ja wirklich aufeinander angewiesen. Das war ja nicht wie so ein Koop-Shooter, wo einer durchrennen kann. Ja, du Pfeife. Wo du das im Prinzip auch alleine machen könntest. Richtig. So, was fällt mir da ein? Serious Sam zum Beispiel. Ja. So ein relativ einfach gehaltener Koop-Shooter, wo halt einfach ein paar mehr Gegner kommen, aber was jetzt kein Unterschied ist, spiele ich es alleine, spiele ich es mit anderen. Ja. Das hat ja schon richtig gefetzt. Du musstest da ja Hand in Hand zusammenarbeiten, da mussten die Absprachen auch passen, das ganze Timing musste passen. Das war schon was Beachtliches und hat meiner Meinung nach auch kein Konkurrenzprodukt bisher, was dem irgendwo gleichkommt. Zumindest nicht in der Form, in dem Genre, in dem Setting. Ja, das ist richtig. Also Platz 3, einigen Modes of Portal, ja. Und was ich übrigens, und das muss ich ganz kurz noch erwähnen, was ich dort auch sehr geil fand, ist, wie durch welche Sprüche dich GLaDOS versucht hat, so ein bisschen fertig zu machen. Schwabbel zum Aufzug und wir testen weiter. Das stimmt, ja. Zu unserem letzten Gespräch, du bist auch hässlich. Ich lese gerade deine Akte und da ist es mehrmals vermerkt. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst, wie ein Adler, ein fetter Adler,
Irgendwann bist du so fett, dass du springst und einfach fällst wie ein Stein. Ins Säurebad vielleicht, so wie eine Kartoffel in die Fritteuse. Das Heftige daran ist ja eigentlich auch, dass das die ganze Zeit auf der Source Engine basiert, die sie ja immer mehr aufpeppen. Ja. Also von Half-Life 2, die Source Engine, halt immer up-to-date gehalten und dann sowas Schönes wie Portal 2 damit gezaubert. Wahnsinn. Ja. Haben nichts verkehrt gemacht, die Jungs. Okay, Portal? Ja, dort. Ja, können wir hiermit abhaken. Bin ich zufrieden. So, was mir dann spontan zum zweiten Platz einfällt, du hast ja mehr oder weniger schon vorweggenommen, ist natürlich die GTA-Reihe. Also die darf natürlich in keiner guten Liste fehlen, die darf in keinem Regal fehlen. Und ich würde sagen, wer sich Gamer schimpft, Gamer nennen möchte und kein GTA gespielt hat, der ist kein richtiger Gamer. Nee. Man braucht, als Gamer braucht man auf jeden Fall eine Meinung zu dem Spiel. Also hat ja phänomenale Absatzzahlen auch mit dem letzten Titel erreicht. Ich glaube, die hat innerhalb von 3 Tagen eine Milliarde Dollar Umsatz generiert. Das ist ja ein Medienprodukt, was seinesgleichen sucht. Da gibt es keinen Film, da gibt es kein anderes Spiel, da gibt es eigentlich nichts, was ähnlich hohe Zahlen generiert, wie es GTA 5 geschafft hat. Ja. Vielleicht noch so ein bisschen Richtung Call of Duty, aber selbst die, glaube ich, machen sie nass mit dem Verkaufszahlen. Ich glaube auch, ja. Und das ist ja auch wirklich, aber da muss man auch die ersten zwei Teile ausklammern, weil die sind ja, glaube ich, eher Geschmackssache. So wie ich das zumindest. Also ich habe persönlich auch erst mit dem zweiten Teil angefangen. Der erste Teil, hieß halt, glaube ich, direkt noch GTA und dann gab es noch GTA London. Grand Theft Auto und dann die Erweiterungs-CD Grand Theft Auto London. London gab es noch. Ich weiß nicht, ob es noch eine gab. Das ist zumindest die einzige, die mir bekannt ist. Die ersten beiden Teile hatte ich, also den ersten Teil und das Add-on hatte ich gehabt, damals auf der PlayStation 1. Was damals schon relativ smart war, fand ich. Hatte ich vorher noch nicht so gekannt, dass du halt so eine Open World hattest, war damals noch auf der PlayStation 1. Und dass du halt jeden umnieten konntest. Ja? Mein Englisch war damals auch nicht existent. Ich wusste auch nie, was ich so richtig machen sollte. Ja? Was habe ich gemacht? Ich habe die CD eingelegt und im Prinzip die ganze Zeit nur. Lohnt sich mal hier so Pionier zu machen, ne? Ja. Bei den ganzen Panzern. Ich weiß gar nicht, gab es da deutsche Untertitel? Ja, wie gesagt, den ersten Teil habe ich nie gespielt. Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, es gab keine Untertitel. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass du bei dem ersten, im Gegensatz zum zweiten und den ganzen Nachfolgern, dann auch die Straßenbahn oder den Zug hier auch übernehmen konntest. Ne? Ja. Da gab es ja auch im zweiten Teil gab's ja diese Joggergruppe, die es im ersten Teil gab. Und im zweiten hieß es dann aber immer Elvis Hess Left the Building, aber dazu mussten sie alle hintereinander erwischt richtig haben. Ja, sobald da einer entflohen ist aus der Gruppe, aus dieser Joggergruppe, die haben ja auch immer alle Es waren im Prinzip so die ersten Achievements, die es gab. Ah ja. Das war die erste Trophy. Ja, was es natürlich auch einzigartig macht, ist natürlich auch dieser. Erstmal das Setting gab es in der Form gar nicht. Ja. So Open World mäßig. Wann kam das denn raus? 98 war das, glaube ich. Ah, schon ein Stück her. Also zumindest der zweite, beim ersten weiß ich es gar nicht, das wird noch eher gewesen sein. Also wie gesagt, dieses ganze Setting gab es ja in der Form überhaupt nicht. Diese ganze Bewegungsfreiheit gab es nicht. Und natürlich auch die Form von Humor. Das war auch etwas, was seinesgleichen gesucht hat. Hm. Ansonsten ging es dann weiter mit dem dritten Teil, der absolut groundbreaking war. Das ist, wo du das erste Mal das alles ja halt in vernünftiger 3D-Grafik dann hattest. War ja im Prinzip damals ein Next-Gen-Titel, ja. Richtig. Das war der für die PlayStation 2. Kam ja auch relativ kurz nach dem Release raus. Und der war richtig geil. Also da habe ich auch teilweise etwas gemacht, was ich bis dato lange nicht mehr gemacht habe. Ich habe mich in ein Kaufhaus gestellt und gespielt. Ja, das kenne ich. Da hat mich damals sehr beeindruckt, diese ganzen Stunts, ganze Stunt-Geschichte. Und es war alles so schön in Zeitlupe, wenn du den Stunt gemacht hattest. War einfach nur hübsch. Ja. Also wie gesagt, machen wir es kurz. GTA sollte auf jeden Fall mit dabei sein. Gut, Platz 1. Da müssen wir uns jetzt einig werden. Weil Half-Life ist es bei mir nicht. Half-Life ist es bei dir nicht, wäre es bei mir definitiv. Besonders der zweite Teil. Was hast du denn im Petto? Ah, das ist schwierig. Also ich... Ich kann es ja nicht so richtig sagen. Ich bin da ehrlich gesagt hin und her gerissen. Aber dann erklärt mal jeder seine eigenen persönlichen. Einser. Also wie gesagt, bei mir wäre es schon Half-Life. Oh Gott, keine Munition mehr. Allein aus dem Grund,
ich habe Half-Life 1 auch gespielt, hat mich natürlich super gefesselt, die Story mit dem Gordon Freeman, mit seiner super tollen Nahkampfwaffe, dem, wo bin ich denn jetzt angestiegen? Ja, mit dieser Eisenstange, was ja schon relativ witzig ist am Ende, wenn man sich überlegt, was er für Alien-Waffen, für überlegene Waffen eigentlich im Einsatz hat, und seine Nahkampfwaffe ist dann am Ende nur so eine Eisenstange. Ne? So ein Brecheisen, der auch versucht, die Welt zu retten. Ja. Also dieses ganze Alien-Setting hat mir auch sehr gut gefallen. Ich bin damals eigentlich auch nur durch Zufall drauf gekommen. Ich wollte mir damals den ersten Ego-Shooter, den ich mir holen wollte, habe ich nach reichlicher Recherche mich dazu entschlossen, mir Soldier of Fortune zu holen. Soldier of Fortune... Was genau hat dich dazu gebracht? Wurde ja damals besonders damit ausgezeichnet, dass Körperteile das ganze abschießen Gore, dieses ganze Splatter-mäßige da besonders hervorgehoben rechts, war. Von rechts unten, glaube ich. Rechts unten, also, dass du wirklich Gliedmaßen da abtrennen konntest, nicht, nichtsdestotrotz. Ich hatte bis dahin noch keinen Ego-Shooter gespielt. Steht da jemand? Nee, das ist ein stationärer. Noch kein Ego-Shooter gespielt, und das sollte jedenfalls mein erster werden, weil mich das schon irgendwie ziemlich beeindruckt hatte. Ja. Da war ich auch noch relativ jung. Aber lass mich raten, gab es auf dem deutschen Markt gar nicht so. Gab es auf dem deutschen Markt gar nicht so einfach zu erreichen. Ich bin damals noch in den Phobis gegangen. Ich weiß gar nicht, ob es heutzutage überhaupt noch Phobis gibt. Ist das der zum Schluss ein Fahrradladen wurde? Ja, ich glaube, ja, das war der. Wie gesagt, hab's dann nicht bekommen, es stand aber Half-Life daneben. Oder was heißt daneben? Weil es stand halt einfach in dem Regal für Ego-Shooter und das kam dem Ganzen so am nächsten. Hab mir dann halt Half-Life 1 gekrallt, bin auch sofort fasziniert gewesen von dem ganzen Setting, wo du in diese Forschungseinrichtung reinkommst. Die experimentieren da rum, auf einmal kommen die Aliens auf den Planeten. Da gibt's dann Verfeindete, es gibt Gute, die dir helfen. Und natürlich dann der zweite Teil, der dann, ich weiß gar nicht, wann kam der raus? 2002 war das, glaube ich. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Ist bestimmt, also 10 Jahre ist es mal mindestens her. 2002 war es, glaube ich, in Kombination. Da auf dem Quatsch, da ist einer. Oh Gott, dieses Dauerfeuer. Ja, jetzt hat er mich tatsächlich noch erwischt. Ich darf doch nicht wahr sein. Ja, was kam ja noch mit raus? Da kamen ja dann auch diese ganzen Modifikationen bei Half-Life 2 mit raus. Ja, wo unter anderem Portal dazu zählt. Counter-Strike kam mit raus, das Team Fortress kam ja irgendwann mit raus, Day of Defeat kam mit raus, also alles, was da hinten mit dran hing. Dieses Garry's Mod, wo du rumexperimentieren konntest und so selber eigene sogar Filme damit produzieren konntest, war schon sehr witzig. Es hat mir einfach gefallen, mich hat die Geschichte sehr gefesselt. Ich fand es persönlich nur sehr schade, als es dann hieß, es soll irgendwann mal Half-Life 3 kommen, das ist nur nicht passiert, dann haben sie es in die Episodenform dann gebracht und am Ende gab es ja auch nur 2 Episoden, die mir auch sehr, sehr gefallen haben. Das war ja dann ein unterschiedliches Setting, dass du auch mal draußen in der Natur bist. Es gab dieses Lost Coast, was ja im Prinzip nur so eine Tech-Demo war, wo sie dieses Motion Blur, wie heißt das? Ja, wo die Sonne so übertrieben, wenn sie dir ins Auge scheint. Lensflares? Nee, doch nicht Lensflares, wie heißt das denn? Ist das Motion Blur? Nee, Motion Blur ist ja dieser Verschwimmeffekt. Mir ist ja wurscht. Egal, wir wissen, was gemeint ist. Ja. Also die haben ja auch stetig die Engine dahingehend weiterentwickelt und immer versucht, da up-to-date zu bleiben. Und es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, von Anfang bis Ende. Ich würde es auch heute jederzeit noch gerne wieder spielen und hoffe natürlich nach wie vor auf einen Nachfolger. Ob er jemals kommt, steht natürlich in den Sternen. Und deine Nummer 1 wäre? Meine 1 ist die Souls-Reihe. Dark Souls. Dark Souls, Demon Souls und Dark Souls 2 zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gespielt. Ja. Aber das muss ich sagen, ist meine absolute Eins, weil es halt, also erstens kannst du es immer wieder spielen, weil die Story, die erzählt wird, so marginal ist, dass du die erstens nicht merken musst. Wo kommt das denn her? Das ist eine sehr gute Frage. Von vorne. Ne, von der Seite. Von überall. Und es lässt, obwohl keine Story wirklich vorhanden ist, dass das so Spiele wie Skyrim und Oblivion, also die Elder Scrolls Reihe, wirklich hinten in der Ecke stehen, so dass ich schämen muss. Ja, weil das Kampfsystem ist wirklich geil. Das Kampfsystem ist richtig geil. Mir gefällt, also dadurch, dass es ja noch die alte PlayStation Grafik ist, gefällt mir trotzdem sehr, sehr gut. Also die hat es mir, auch die Grafik hat mir wirklich sehr angetan. Das Gegnerdesign ist richtig geil geworden und es ist eins von den wenigen japanischen Spielen, die auf den Markt gebracht wurden, die mich in den letzten Jahren wirklich gefesselt haben. Ist aber auch, glaube ich, nur was hauptsächlich so für die Hardcore-Gamer. So, also ich habe es persönlich nie gespielt, aber
mir ist dann zugetragen worden, es gibt ja kein Tutorial, es gibt im Prinzip keine richtige Aufgabe, wo musst du jetzt hin, was musst du jetzt machen? Du wirst ja eigentlich in eine riesengroße Welt geworfen und fängst einfach an loszulaufen, um die zu erkunden und triffst dabei natürlich teilweise auch auf Gegner, die dir total überlegen sind, gegen die du überhaupt keine Chance hast. Ja, aber, ja, das Spiel, aber es weist dich halt auch keiner in keinster Weise darauf hin, was jetzt genau zu tun ist. Ja. Gerade so das erste Level in auch so Demon's Souls ist wirklich eine Bitch. Also du wirst in eine Welt reingeworfen, dir wird nichts erzählt. Du wirst von gar nichts. Ja? Das ist, du kommst auf einen riesengroßen Gegner im Tutorial-Level, von dem du nicht mehr weißt, dass es ein Tutorial-Level ist. Der dich erstmal ummäht, weißt du, und einfach auch mal so ein Statement setzt und dir von Anfang an zeigt, was du wert bist in dem Spiel, weißt du, und dann. Was ist denn der? Da scheint ein feindlicher Panzerwagen zu sein, östlich deiner Position. Ja, gut, ich meine, ist aber am Ende dann auch klar, dass wenn ich auf dieselbe Nummer 1 komme, ich meine, vielleicht wird es mir auch gefallen, aber bisher habe ich es mir natürlich auch noch nicht angetan, also. Wahrscheinlich eher aus dem Grund, weil es halt schon als ziemlich unzugänglich betitelt wird. Also richtig. Man muss das auch mögen. Das ist ja so ein bisschen, man muss ein bisschen so masochistisch veranlagt sein. Ich muss auch sagen, ich habe erst bei Demon's Souls zugegriffen, nachdem es halt wirklich mal im Angebot war für ein 20 im Store, habe ich mir es dann runtergeladen, wo ich mich dann gefreut habe, weil kurz darauf gab es das Spiel kostenlos. Für PlayStation Plus Mitglieder, zu dem ich ja gehöre. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, aber letztlich war das Spiel so gut, ich habe bestimmt, also fürs erste Durchspielen 80 Stunden investiert und was für mich auch so ein Qualitätsmerkmal ist, wenn ich die Zeit auch gerne investiere in das Spiel. Und wenn du dann so auf 80 Stunden kommst, und da kommst du ja nicht immer drauf, auf so eine Spielzeit heutzutage. Erst recht so nach Call of Duty Maßstäben, wo du halt nur 5 Stunden Singleplayer hast. Ja, wo du halt auch einfach Lust hast, dran zu bleiben. Ja? Wo du wissen willst, wie es weitergeht, wo es dir nicht egal wird irgendwann, wo dich die Story eigentlich nur noch nervt und es eigentlich eine Last ist, dann irgendwo weiterzukommen. Ja. Das ist schon selten geworden eigentlich. Kommt man da irgendwo hoch? Da war doch einer. Ich wollte ein Messer. Hat ja gut geklappt. Ja, hat prima geklappt. Hat auch noch Brot gehabt. Na, ärgerlich. Jo, also, das zu unseren Top 5. Was war es jetzt? Monkey Island. Auf Platz 4 hatten wir... Was hatten wir auf Platz 4? Was hast denn du als Platz 4 genommen? Das ist eine gute Frage. Das haben wir da nicht stehen. Ich habe mir auch nur Platz 5 aufgeschrieben. Das war... Also kommen wir nochmal auf Platz 5, das war auf jeden Fall Monkey Island. Ja, die Monkey. Ach, God of War war's. God of War war auf Platz 4, ja. God of War auf Platz 4, Portal auf Platz 3, Half-Life. Nee, Quatsch, warte mal. GTA auf Platz 2. GTA Platz 2 und dann war es ja aufgeteilt. Und dann aufgeteilt hatte. In Half-Life und Demon's Souls. Ja. Würde ich sagen, sind wir jetzt auch an der Stelle für diesen Teil durch. Wir können nur noch verweisen auf unsere Internetseite. Dort findet ihr alle Battlefield-Videos nochmal zusammengefasst. Auch sehr interessant bei uns sind unsere News. Die sollte man sich auf jeden Fall mal geben. Da haben wir wirklich dafür gesorgt, dass wir den sinnlosen und krassesten Shit, den wir so im Internet kurz finden konnten, destilliert und für euch zusammengetragen haben. Ansonsten sind wir natürlich noch zu finden auf den Social-Media-Profilen, Facebook, Twitter und für die Hipsters unter euch nach wie vor immer noch Google+. Ja, dann sage ich herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzliches Dank fürs Mitspielen, Stefan. Ja, gerne. Und dann würde ich sagen, wer wissen will, wie es weitergeht, schaut sich halt dann, das wäre dann das nächste Nummer 4 an, ne? Das sollte die Nummer 4 an. Genau. Okay, alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.